Grünewald, Sie haben die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Ja, ich möchte mich auch herzlich dafür bedanken, dass Sie mir diese Möglichkeit geben. Mein Name ist Beate Grünewald. Ich bin 47 Jahre, bin verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Ich arbeite als Kundenbetreuerin bei der Deutschen Bahn und bin seit 2008 Mitglied der Freien Wählergruppe Waldfischbach-Burgalben und seit 2 Jahren die Vorsitzende. Was hat Sie bewogen, sich für diese Stelle zu bewerben? In Waldfischbach-Burgalben ist seit etwa 10 Jahren Stillstand zu verzeichnen. Und es hat mich also bewogen, mich um dieses Amt zu bewerben, damit wieder was vorangeht, damit der Stillstand beendet wird. Ja. Wo sehen Sie Handlungsbedarf in der Gemeinde? Ja, also die Bürger von Waldfischbach-Burgalben, Bürgerinnen und Bürger von Waldfischbach-Burgalben sollten in die Entscheidungen mit einbezogen werden, sie auch frühzeitig informiert werden über die Vorhaben, die geplant sind und eben auch mit einbezogen werden, damit also auch eine bürgernahe Entscheidung getroffen werden kann. Es soll also in die Vertretung von Waldfischbach-Burgalben gegenüber dem der Verbandsgemeinde und dem Landkreis verstärkt werden. Zum Beispiel bei der Nahwärmeversorgung, dass Waldfischbach-Burgalben da verstärkt eingebunden wird. Was würden Sie als erstes in Angriff nehmen, wenn Sie im Amt wären? Als erstes würde ich mit allen Gruppen, mit den gewählten Vertreterinnen und Vertretern eine faire und bürgernahe und vertrauensvolle Zusammenarbeit aufbauen. Was haben Sie für Hobbys außer der Kommunalpolitik noch? Ja, also ich reise sehr gern, ich lese sehr viel, ja, und wandern, Walking, das sind so meine Oder Hobbys. Hobbys. Okay, vielen Dank, Herr Grünewald. Danke Ihnen nochmal Ja, herzlich, Herr danke. Bücker. Frau Henne, Sie haben die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Ja, Silvia Henne ist mein Name. Ich lebe seit 30 Jahren in Waldfischbach-Burgalben und bin jetzt dort als Kandidatin für die SPD zum Bürgermeisteramt aufgestellt worden. Ich habe mich in der Kommunalpolitik sehr früh engagiert, als ich in die Pfalz gezogen bin. Aufgewachsen bin ich im Rheinland. Ich bin Jahrgang 54, habe dann in Mainz studiert, Germanistik und Politik, nach meiner Jugend und Kindheit in Koblenz. Habe dort meinen Mann kennengelernt, bin mit ihm in die Pfalz. Mein Mann ist Arzt, also richtig Landarzt damals. Das war unser Konzept, dass wir das zusammen machen. Das haben wir getan. Ich habe dann nebenberuflich noch mal in Saarbrücken studiert, weil ich im Rahmen meines Politikstudiums gibt es auch so einen Zweig Soziologie und dann gab es damals ja auch noch in der politischen Forschung verschiedene Themen, die Pflicht waren und da bin ich in die Soziologie geraten, die gefiel mir sehr gut. Und der Pluralismus der Länder bewirkt, dass das nicht alle Studiengänge gleich sind, bin ich also in die Soziologie und Sozialpsychologie, habe Arbeits- und Sozialrecht in Saarbrücken studiert. Habe dann 2 Jahre mit Unterbrechung, dann fast 3 Jahre in einem Forschungsinstitut in Saarbrücken gearbeitet. Meine Schwerpunkte waren Altenpolitik. Schon von Jugend an habe ich immer in der Altenarbeit gearbeitet. Das hat mich immer interessiert. Und habe das dann aber aufgegeben. Ich habe mit 40 Jahren noch eine Tochter bekommen. Habe auch immer in der Praxis mitgearbeitet. Damals war mein Mann noch alleine. Und dann habe ich mich darauf wieder konzentriert und hauptsächlich meinen Schwerpunkt in die Kommunalpolitik gelegt, im Ortsgemeinderat, im Verbandsgemeinderat, im Kreis. Habe ich dann meistens im Fraktionsvorsitz gearbeitet und jetzt habe ich mich entschlossen, für dieses Bürgermeisteramt anzutreten. Okay. Was hat Sie bewogen, sich für die Kandidatur zu entscheiden? Ich kann für mich sagen, dass ich die Ortspolitik immer engagiert betrieben habe. Ich bin oft gefragt worden, ob ich das machen kann. Das ging aus beruflichen und privaten Gründen meines Erachtens nicht. Die Gemeinde ist groß, ist so eine randständige Größe, dass meines Erachtens ein Ehrenamt für einen Bürgermeister fast zu schwierig ist. Nebenher wollte ich das nie tun. Jetzt bin ich in die Situation geraten, dass ich zeitlich weitaus besser agieren kann, meine berufliche Tätigkeit im nächsten Jahr sehr zurückfahre
Und ich glaube, das ist ein Vollzeitjob und ich möchte es auch mit meiner ganzen Kraft und ganzen Zeit machen. Vorher hätte ich mir das nicht zugetraut. Ja. Wo sehen Sie Handlungsbedarf in Ihrer Gemeinde? Ja, wir haben ja eine große Gemeinde mit einem großen Angebot, einer guten Infrastruktur, das muss man sagen. Der Handlungsbedarf, der einmal inhaltlich, aber vorab ist der ganz dringend zu sehen in einer anderen Kommunikation, in einer anderen Auffassung der Amtsführung, so denke ich das. Ich möchte das sehr kommunikativ gestalten, im Gemeinderat die Abläufe gut vorbereiten. Ich glaube, wenn die Bürgerinnen und Bürger von Waldfischbach-Burgalben die Entscheidungsprozesse kennen, auch die Entscheidungszwänge kennen, und man, das kann man alles darstellen, das sind ja keine Geheimnisse, dann kann man auch viel mehr Akzeptanz für Politik erwarten und auch viel mehr Mitarbeit und Engagement. In unserer Gemeinde ist so eine Stimmung, ach, das nützt alles nichts mehr. Wir sind in einer sehr schwierigen Finanzlage. Wir sind wie alle Kommunen, hängen wir am Tropf. Wir brauchen mehr Geld, als wir haben. Wir sind auf die Pflichtaufgaben konzentriert. Wir müssen also Ideen entwickeln, um in den Pflichtaufgaben Freiräume zu schaffen für Dinge, die wichtig sind. Dazu gehört ein großer sozialer Bereich, der Bereich Vereine. Wir haben in Waldfischbach sehr viele Vereine. Wir können die vernetzen für Projekte. Dafür brauchen wir erstmal kein Geld, sondern Strukturen. Da muss aber die Ortsführung helfen. Die Vereine sind selber sehr aktiv. Manche sind etwas in Schwierigkeiten mit den Mitgliederzahlen. Das kommt immer aufs Thema an, manche nicht. Ich merke in meinem persönlichen Begegnen mit den Menschen, dass da sehr wohl Bereitschaft ist, sich an Konzepten zu beteiligen. Wir hören das ja immer wieder, ach, wir brauchen ein Jugendhaus, wir brauchen ein Altentreff. Ja, brauchen wir. Ist leider in Deutschland so, dass alle soziale Arbeit eine freiwillige Leistung ist, auch Kulturarbeit, keine Pflichtaufgabe. Das ist äußerst bedauerlich. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir in der Nische der freiwilligen Leistungen Menschen aktivieren, Kontinuität zu schaffen. Ich habe also im Vorfeld jetzt schon mal Orte gesucht für barrierefreien Zugang zu Altentreff, Möglichkeiten, Jugendtreff zu installieren, aber da müssen alle mithelfen, denn wir dürfen einfach kein Geld einfach einstellen. Das kann man nicht einfach so versprechen. Dann habe ich deshalb besonders, ist so ein Steckenpferd von mir, das gucke ich mir schon lange im Internet bei anderen Gemeinden an, die Ehrenamtsbörsen, dass man Angebot und Nachfrage besser zusammenführt. Da habe ich jetzt einfach spontan durch den Wahlkampf und den Haustürwahlkampf schon angefangen, Ideen zu sammeln, habe ein Bürgerbuch, wo das alles drinsteht, habe auch schon Menschen gefunden, die bereit sind, sich zu engagieren. Und das möchte ich einfach institutionalisieren und einrichten, dass wir da besser helfen können und auch einen Gemeinsinn entwickeln. Also dem Ort auch wieder so ein bisschen eine Seele geben. Dann neben diesem Projekt, das ich mal unter der Überschrift sozialer Stadt subsumieren möchte, also dass man dort die Kräfte besser bündelt, gibt es natürlich Waldfischbach als Einkaufsstadt, als Wirtschaftsstandort. Alle Gemeinden in der Fläche, also im ländlichen Regionen, müssen da sehr strampeln gegen die Demografie. Wenn keine qualifizierten Arbeitsplätze da sind, kann die Jugend auch nicht bleiben, die qualifiziert ist. Das ist so ein Teufelskreis, dann geht sie weg, dann gibt es keine Arbeitsplätze, dann gibt es keine Interessenten. Da müssen wir versuchen, mehr auch auf größeren Ebenen, also mit dem Wirtschaftsförderkreis, mit dem Wirtschaftsförderer des Landkreises zusammenzuarbeiten, auch mit dem Wirtschaftsförderkreis im Ort für den Kleinhandel und das Gewerbe. Der Leerstand hat bei uns sehr zugenommen. Und dann haben wir natürlich eine große Infrastrukturproblematik in unserem Ort. Da sind viele Dinge, die zurückstehen seit Jahren, die ich dann also sofort auch in Angriff nehmen möchte, ganz direkt. Haben wir ja Hausaufgaben zu machen. Da wollte ich Sie gerade fragen, was wäre das Erste, das Sie jetzt in Angriff nehmen würden, wenn Sie da im Amt wären? Ja, mein Themenkomplex ist zuerst das, was ansteht. Die Politik hört ja nie an. Es gibt ja keinen Neuanfang, nur weil Wahl ist. Es sind ja alles Prozesse. Wir haben ein Straßenausbauprogramm. Wir haben wiederkehrende Beiträge eingeführt. Das war eine schwierige Angelegenheit. Seit Jahren schleppt sich der Straßenausbau, der jetzt einmal beschlossen ist für bestimmte Straßen, dahin. Das hat sich alles sehr verzögert. Da hoffe ich, dass wir das zügig durchbekommen, weil wir da ja Dauerbaustellen oder Dauersperrungen im Ort haben, die natürlich auch sehr lästig sind. Nicht nur unschön, sondern auch für die Anwohner eine Zumutung, wenn eine Straße jahrelang gesperrt ist. Ganz vordringlich ist unser innerörtliches Parkplatzprojekt. Da hängen wir sehr in der Petrouille.
Seit 3 Jahren wird, das gehört noch zum Städtebauförderungsprogramm, seit 3 Jahren wird es leider nicht abgeschlossen. Aber in diesem Jahr ist die letzte Verlängerung. Wir sind also in der letzten Verlängerung und müssen es machen, weil wir sonst immense Kosten zu tragen haben. Zwischen 350 und 500.000 Euro, die wir zurückgeben müssen an die Förderer. Und dann nichts haben, wenn wir es nicht fertig bringen. Also ist das ganz vordringlich. Vordringlich ist bei uns der Kita-Ausbau des gemeindlichen Kindergartens. Wir bekommen ja hoffentlich, wenn es jetzt alles klappt, eine Ganztagsschule, Grundschule in Waldfischbach wird die installiert. Das bedeutet, dass sich die Kindergartenlandschaft im Angebot verändert. Wir brauchen weniger Hortplätze. Uns fehlen aber noch Plätze für die unter 3-Jährigen. Da würde der Kreis uns unterstützen. Der Bedarf ist ermittelt und wir haben einen gemeindlichen Kindergarten, der 50% des Raumbedarfes hat, den er eigentlich benötigt. Und nur mit Ausnahmeregelung seit vielen Jahren. Und das ist für die Mitarbeiterinnen ein unzumutbarer Zustand und auch für die Kinder, die dort betreut werden. Er ist gut angenommen und deshalb muss man das besonders fördern. Und da kommen wir auch jetzt in Möglichkeiten durch räumliche Nutzungen und Umnutzungen. Das ist so vordringlich. Dann natürlich Tourismus. Das ist so ein Steckenpferd von mir. Man sagt immer, ja, bei uns gibt es nichts. Aber es gibt sehr wohl eine Naherholung. Ein Naherholungsfaktor. Wir haben viel zu bieten. Wir müssen nur unsere Landschaft ein bisschen mehr ins Augenmerk rücken und eben kleinere Angebote machen und die ein bisschen besser koordinieren. Wir haben einige Anbieter. Ich habe da schon so eine ganze Liste gesammelt. Wir haben auch noch einen Mosalb-Wanderbeweg, der seit Jahren auch nicht fertig ist. Da gehört noch der Brückenschluss dazu, dass man auch fußläufig durch unsere Ort laufen kann. Das stelle ich mir vor, dass wir das hoffentlich fertig bringen. Das ist natürlich immer im Gemetzel, im Dickicht der Gesetze. Aber ich bin da guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Frau Henne, welche Hobbys haben Sie außer der Ortspolitik noch? Ja, danach bräuchte ich gar keine machen. Also ich habe Germanistik studiert. Mhm. Das habe ich aus Neigung getan. Niemand studiert Literatur, wenn er sich nicht für interessiert. Also vordringlich seit meiner frühesten Jugend lebe ich mit Büchern. Mein Mann war im ersten Beruf auch Buchhändler. Ich habe dann auch noch den Rest der Bücher dazu geheiratet. Ich interessiere mich sehr für Malerei, auch moderne Malerei. Unsere Familie ist da nicht ganz unmusig. Ich bin ja auch nicht ganz unbegabt, habe aber nie die Zeit dazu. Man kann ja nicht alles machen. Dann liebe ich es, im Garten zu arbeiten. In meiner Familie waren es alles immer Gärtner. Das habe ich geerbt. Ich liebe es überhaupt, mit meiner Familie zusammen zu sein. Das bezeichnet man ja nicht als Hobby, aber ich mache schon gerne Familienfeiern, ich koche gerne. Ich bin also so ein sozial etwas invasiver Mensch. Und ich reise gerne. Ich gucke mir gerne die Welt an. Gestern hat eine Bürgermeisterin beim Frauenforum im Kreis gesagt, sie hat seit 4 Jahren keinen Urlaub gemacht. Ich hoffe, dass das noch drin ist. Okay, ja. Gut. Vielen Dank, Frau Henne. Bitteschön. Herr Brockhain, Sie haben die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Jawohl, dafür bedanke ich mich. Also mein Name ist Jörg Brockhain, bin 40 Jahre alt, komme natürlich aus Waldfischbach-Burgalben, ein Kind der Gemeinde, dort geboren, aufgewachsen. Nach Beendigung meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre habe ich mich entschlossen, in den Bildungsbereich zu gehen. Ich arbeite als Lehrer beim Internationalen Bund, bei der Heinrich-Kimmler-Stiftung und betreibe noch 4 Lern- und Nachhilfestudios, wo man Bildung jeglicher Art anbietet. Was hat Sie bewogen, sich als Bürgermeister zu bewerben? Das ist eine gute Frage. Also meine Partei kam auf mich drauf zu und hat mich gefragt, ob ich mich zur Verfügung stellen würde. Und es war dann so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, dass jetzt unsere Generation, die mitten im Leben steht, also ich bin 40 Jahre alt, dass wir jetzt im Ort Wien-Waldfischbach-Burgalben Verantwortung übernehmen sollten. Wir sind diejenigen, die mit neuesten Technologien jetzt mittlerweile bestens vertraut sind, die in dieser Gemeinde jetzt so wie ich Gewerbe betreiben oder Familie haben oder Familie gründen wollten. Und die noch 40 bis 50 Jahre da zu leben haben, dass wir jetzt die Verantwortung übernehmen sollten, damit Waldfischbach-Burgalben zukunftsfähig gemacht wird. Wo sehen Sie Handlungsbedarf in der Gemeinde? Handlungsbedarf sehe ich insofern, dass
Wir haben jetzt erstmal in Waldfischbach-Burgheim ein neues Einzelhandelskonzept. Das bedeutet gerade, die Wasgau baut ein neuer Markt, Lidl kommt zurück. Von daher haben wir die Problematik, dass es Verkehrsprobleme geben würde oder könnte. Somit müssen wir gucken, dass der Ausbau des Mosalb-Wanderweges, der dann vom Ortseingang von Steinalpen kommt bis an die Turnhalle, der muss ausgebaut werden, sodass es gerade für Fahrradfahrer, Fußgänger, für diese gefahrenfreien, problemlos die Durchquerung des Ortes ermöglicht. Dann die Problematik der Vereine müssen wir vor allen Dingen in Angriff nehmen. Das bedeutet aufleben lassen eines Vereinsrings, sodass man sieht, wo haben die Vereine Probleme, wo gibt es gemeinsame Nenner, wie kann man im Sinne des Bürgers, aber im Sinne der Vereine Lösungsvorschläge schaffen, damit es sowohl am Angebot für den Bürger wie auch am Finanziellen für die Vereine natürlich lukrativ wird. Und dann natürlich ist ganz klar, junge Familien im Ort halten. Wir haben in Waldfischbach-Burgalben natürlich, wir sind von der Infrastruktur her recht gut aufgebaut. Das bedeutet mir nicht die gute Verkehrsanbindungen, nur Pirmasens, Kaiserslautern, aber Zweibrücke und Saarbrücke. Wir haben eine stündliche Zugverbindung nach Pirmasens und Kaiserslautern. Wir haben ein Ärztehaus mit kostenlosen Parkmöglichkeiten. Wir haben die Sozialstation. Das müssen wir Bürger anderer Orte auch vermitteln, dass es schön ist, in Waldfischbach-Burgalben zu wohnen und dass natürlich die Familien, die da sind, auch da bleiben. Und da sehe ich an dem Bereich Handlungsbedarf, dass natürlich auch Spielplätze dorthin gehören, wo junge Familien wohnen. Und akutes Problem, oder was sich dann natürlich immer weiter entwickelt, ist der demografische Wandel. Dass wir bis Jahr 2030 kommen auf einen über 80-Jähriger noch 2,5 bis 3 Jüngere. Das ist eine Problematik, mit der wir uns natürlich befassen müssen. Und ein aktuelles oder akuteres Problem ist, wir brauchen in Waldfischbach wieder, Waldfischbach-Burgheim, ein einheitlicher Weihnachtsmarkt, weil das heißt, bei uns hat sich das so eingebürgert, dass es nichts Gemeinsames mehr gibt. Wir hatten jetzt im letzten Advent 3 Stück, der Bürger weiß nicht, wo er hin muss oder hin soll. Und da wollen wir in Zusammenarbeit mit Maria Roseberg und den Vereinen über kurzfristig oder mittelfristig gemeinsamer Weihnachtsmarkt schaffe, dass auch die Vereine, die wiederum Teilnehmer, Geld verdienen. Welche Hobbys haben Sie außer der Kommunalpolitik noch so? Also, ich war jahrelang aktiver Handballer, sowohl als Spieler bei der SG Waldfischbach, Rotalbe, Dahn, später hinaus in Dahn und Waldfischbach Trainer. Spiele noch aktiv Fußball beim SV Burgalm. Dann Skifahren, Tennis und soweit es im Moment die Zeit noch erlaubt, natürlich wandern gehen mit Hund und wenn es Leben es zulässt, das Leben ein bisschen genieße. Vielen Dank, Herr Brockhain. Ich bedanke mich. Ja.